Wilson Dart, Sicherheitschef bei Comtron, hat eine einträgliche Möglichkeit gefunden, sein Privatkonto auf den Bahamas zu füllen. Mit seiner Komplizin Tanya Walker betreibt er Wirtschaftsspionage. Als der junge Polizist Michael Long das Gangsterpärchen stellen will, wird sein Partner Muncy erschossen. Und auch Michael trifft eine Kugel aus Tanyas Waffe mitten ins Gesicht. Lebensgefährlich verletzt bleibt er in der Wüste Nevada liegen. Doch Michael Long hat, ohne es zu wissen, einen guten Freund, den todkranken Wilton Knight. Der birgt den schwer verletzten jungen Polizisten und übergibt ihn seinen Ärzten. Es sind die Besten ihres Fachs. Nach einer langen, komplizierten Operation schwebt Michael noch immer in Lebensgefahr. Wie geht es ihm, Doktor? Er ist wahrscheinlich das einzige menschliche Wesen auf diesem Planeten, das in einem noch schlechteren Zustand ist als Sie, Mr. Knight. Sie haben den Charme einer Klapperschlange. Wir hatten uns doch darauf geeinigt, immer ehrlich zu sein. Wird er sterben? Er müsste eigentlich längst tot sein. Das Geschoss hat ihn aus kürzester Entfernung direkt in den Kopf getroffen. Wie konnte er das überleben? Michael Long hatte eine Metallplatte in der Stirn. Stammt wahrscheinlich von einer Kriegsverletzung. An ihr ist die Kugel abgeprallt und ist durch sein Gesicht wieder ausgetreten. Es ist überhaupt nicht vorauszusagen, wie er aussehen wird, wenn wir die Verbände abnehmen. So ist es richtig, mein Sohn. Sei wütend und bleib es. Nur das wird dich am Leben halten. Genau wie mich. Ein paar Tage später ist es dann endlich soweit. Der Kopfverband soll abgenommen werden. Gebannt starrt Wilton Knight auf den jungen Mann im Krankenbett. Der Arzt entfernt gerade die erste Bandage, als sie gestört werden. Devin Miles, der persönliche Assistent von Wilton Knight, stürmt mit einer sehr wichtigen Nachricht herein. Mr. Knight? Der Knight 2000 wird rechtzeitig fertig sein, und zwar schon... Stören Sie jetzt nicht, Devin. Mr. Knight, ich lasse die Männer rund um die Uhr arbeiten und... Quatsch, sehen Sie denn nicht? Michael, machen Sie die Augen auf. Und wie sehe ich aus? So schlimm? Ganz im Gegenteil. Exzellente Arbeit, wenn Sie mich fragen. Warum werfen Sie nicht selbst einen Blick in den Spiegel? Hier, schauen Sie rein, bitte. Einfach perfekt, Doktor. Ausgezeichnete Arbeit. Aber das bin nicht ich. Glauben Sie mir, Michael, mit diesem Gesicht sind Sie in Sicherheit. Und außerdem ist es ziemlich markant, wenn ich das so sagen darf. Genau. Ist Ihnen schon aufgefallen, Mr. Knight, dass es eine fast unheimliche Ähnlichkeit zwischen unserem Gast hier und Ihnen als jungen Mann gibt? Es liegt bestimmt nur wieder an meiner Fantasie. Kümmern Sie sich lieber um Ihre Aufgaben, Devin. Wann ist er fertig? Ich habe bereits versucht, es Ihnen zu sagen. Und? In einer Woche ist der Wagen fahrbereit. Gut, sehr gut. Ich kann nur beten, dass ich noch genug Zeit habe. Michael Long erholt sich schnell. Bald nimmt er sein Training wieder auf, um seine alte Fitness zu erreichen. Dazu gehören auch die täglichen Joggingrunden im riesigen Park des Knight-Anwesens. Dabei wird er oft vom todkranken Wilton Knight und von Devin Miles durchs Fernglas beobachtet. Er macht sich gut. Finden Sie nicht, Devin? Wie viel haben Sie ihm erzählt? Ich habe ihm gesagt, dass er niemanden mehr zu fürchten braucht. Offiziell ist Michael Long tot. Aber mussten Sie deswegen gleich eine Leiche aus der medizinischen Hochschule stehlen und für die Polizei an den Tatort legen? Das war auch nicht unbedingt legal, Mr. Knight. Ich mache meine eigenen Gesetze, Devin. Genau wie die Regierung. Wann ist der Knight 2000 fertig? Sehr bald.
Ich lasse die Mannschaft bereits doppelte Schichten arbeiten. Machen Sie 24 Stunden draus. Wir müssen uns beeilen. Hat der Arzt Ihnen gesagt... Machen Sie sich keine Gedanken darüber, was der gute Doktor mir sagt. Überlassen Sie die Sorge um meine Gesundheit und um Michael Long ruhig mir. Da kommt er. Morgen, Gentlemen. Übertreiben Sie es nicht ein wenig, Michael? Ich muss schnell wieder fit sein. Ich habe noch eine Rechnung zu begleichen. Können Sie nur an Rache denken? Sie waren ein guter Polizist, Michael. So, war ich das? Und warum bin ich dann hier? Hören Sie, auch ich will Tanja und ihren Freunden das Handwerk legen. Aber die sind leider nur die Spitze des Eisbergs. Wenn wir zusammenarbeiten... Mr. Knight, mein Partner ist tot. Und er war auch ein guter Polizist. Nehmen Sie es bitte nicht persönlich, aber ich werde in Zukunft allein arbeiten. Ich kann nur noch für mein eigenes Leben Verantwortung übernehmen. Ich bin sicher, das werden Sie verstehen. Ich habe noch 3 Runden vor mir. Entschuldigen Sie mich bitte. Devon, ich habe unseren Mann gefunden. Ich bin ganz sicher, er und der Knight 2000. So habe ich mir das vorgestellt. Er ist zu jung für unser Projekt. Er muss jung sein. Ihm fehlt Erfahrung. 3 Jahre Gegenspionage in Vietnam. Er hat allein im Untergrund gearbeitet. Er wurde gefasst. Er hat überlebt. Und das ist mehr, als man von seinen Gegnern sagen kann. In Ordnung. Er arbeitet sehr gut allein. Vielleicht ist es genau das, was mich am meisten stört. Was wir erreichen wollen, verlangt Teamarbeit. Devon, das beste Team werden er und der Knight 2000 sein. Ja, zuerst natürlich. Aber wenn wir beweisen wollen... Er wird der lebende Beweis dafür sein, dass jeder von uns als Einzelner etwas verändern kann. Warum versuche ich nur immer wieder, Ihre Instinkte durch Logik zu schlagen? Ich verliere jedes Mal. Diesmal gewinnen Sie. Wir beide gewinnen. Michael Long ist unser Mann. Es ist Nacht auf dem Knight-Anwesen. Michael folgt seiner beruflichen Neugier und schleicht sich in die große Halle, die so streng abgeschirmt wird. Dort steht er plötzlich vor seinem eigenen Auto, einem schwarzen Trans Am. Erstaunt geht Michael auf den Wagen zu. Was soll plötzlich so geheimnisvoll an ihm sein? Da flammen im Halbdunkel der Halle plötzlich die Scheinwerfer des Autos auf. Was soll denn das? Wer sitzt denn da in meinem Wagen? Hey, zurück! Der Wagen rast auf Michael zu und kommt mit quietschenden Reifen ein paar Zentimeter vor seinem Schienbein zum Stehen. Da geht das Licht in der Halle an und Wilton Knight tritt aus einer dunklen Ecke. Schluss jetzt, Devon. Sie haben Ihren Spaß mit unserem Gast gehabt. Steigen Sie aus. Es zeugt nicht unbedingt von besonders herausragenden Manieren, uneingeladen irgendwo herumzuschnüffeln. Seien Sie großzügig, Devon. Ich denke, eine Erklärung ist längst überfällig. Da haben Sie aber verdammt recht, Mr. Knight. Also, was soll das alles? Was ist los mit meinem Auto? Jede Ähnlichkeit zwischen Ihrem Auto und diesem Wagen hier ist nur äußerlich. Wovon reden Sie? Das ist mein Trans Am. Nein. Er sieht vielleicht aus wie Ihr Wagen, aber tatsächlich ist er inzwischen wahrscheinlich das teuerste Auto der Welt. Sie können mir ja viel erzählen. Das ist mein guter alter Trans Am. Hey, haben Sie neu gespritzt? Der Lack fühlt sich ja an wie Babyhaut. Gute Arbeit. Es ist kein Lack. Es ist ein Mittel, das in die molekulare Struktur einer neuen Substanz eingeflochten wurde. Sie meinen in das Metall? Es ist kein Metall. Und es ist auch kein Fiberglas. Hier. Nehmen Sie den Vorschlaghammer und lassen Sie ihn mit voller Wucht auf die Oberfläche fallen. Mit dem Hammer? Soll das irgendein kranker Gag werden? Möchten Sie gern zusehen, wie ich mein Auto zertrümmere? Nee, da müssen Sie sich schon einen Dümmeren suchen. Wenn Sie nicht wollen, geben Sie mal den Hammer her. Devon, nicht! Nun? Kein Kratzer. Wie haben Sie das gemacht? Stehen Sie nicht mit offenem Mund herum. Steigen Sie ein. Sie werden noch viel größere Augen machen. Der Wagen wird Sie nicht enttäuschen. Ich erwarte Sie bald zurück. Oh, danke.
Willkommen an Bord des Knight 2000. Danke. Was ist denn das für ein komisches Armaturenbrett? Das sieht ja aus wie in Darth Vaders Badezimmer. Dies ist ein ganz besonderes Auto, Mr. Long. Es ist schneller und sicherer und stärker als jede Maschine auf dieser Welt. Es wird ausschließlich von Mikroprozessoren gesteuert, die verhindern, dass es in irgendeine Art von Kollision oder Unglück verwickelt werden kann. Es sei denn, der Pilot legt es darauf an. Der Pilot? Erzählen Sie mir bloß nicht, dass das Ding auch noch fliegen kann. Nein, das nicht. Aber es denkt. Es denkt? Mein Auto denkt? Wir betrachten es lieber als unser Auto. So, dann wollen wir uns mal in Bewegung setzen. Devon, ich weiß, wie man ein Auto fährt. Dürfte ich wohl selbst... Bitte sehr. Danke sehr. Sie hätten vielleicht doch zuerst das Tor aufmachen sollen. Der hat ja keinen Kratzer. Und das Tor war aus Metall. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass dieses neue Material tatsächlich unzerstörbar ist. Ach ja? Sie haben auch gesagt, dass diese Maschine niemals eine Kollision haben wird. Das ist richtig. Sobald das System arbeitet. Aber zuerst müssen Sie es einschalten. Es läuft. Sie meinen also, wenn das System arbeitet, kann ich niemandem mehr eine Beule verpassen? Vertrauen Sie mir. Oder besser, vertrauen Sie dem Auto. Ich werde niemals wieder irgendjemandem vertrauen. Und ich warne Sie. Ich werde dieses Ding jetzt testen. Gern. Na, dann ziehen Sie sich mal warm an. Mit qualmenden Reifen verlässt Michael das Anwesen des Wilton Knight, um seinen umgebauten Wagen bis an die Leistungsgrenzen auszufahren. Als vor ihnen ein Laster auftaucht, hält Michael direkt darauf zu. Na, jetzt wollen wir es doch mal drauf ankommen lassen. Hey, hey, hey! Der Wagen ist einfach um den Laster rumgefahren. Er hat sich selbst gesteuert. Fantastisch, nicht wahr? Na, ich hasse sowas. Ich will gefälligst meine eigenen Entscheidungen treffen. Der Mikroprozessor hat errechnet, dass Sie etwas gegen Ihre Interessen unternehmen wollten. Er hatte zwei Möglichkeiten. Den Wagen abbremsen oder um das Hindernis herumfahren. Okay. Warum ist er dann um den Laster herumgefahren, anstatt langsamer zu werden? Das wäre sehr viel sicherer gewesen als dieses halsbrecherische Überholmanöver. Na, kommen Sie denn. Ich denke, ich habe gerade einen Fehler an Ihrer perfekten Maschine entdeckt. Es ist kein Fehler mehr. Es ist nur... Ja? Er will nur ein bisschen angeben vor Ihnen. Angeben? Na toll. Sie meinen also, er kann auch entscheiden, tanken zu fahren oder sich waschen zu lassen. Einfach so. Das ist natürlich nett, wenn man gerade drunter liegt, um irgendwas zu reparieren. Das gibt aber platte Füße. Ich versichere Ihnen, er würde nie etwas tun, was Ihnen schaden könnte. Seine oberste Bestimmung ist der Schutz menschlichen Lebens. Ihres Lebens. Sie meinen, er schützt jeden, der dieses Ding fährt? Nein, ich meine Sie. Michael Arthur Long. Allerdings wird man Sie bald nur noch als Michael Knight kennen. Als die beiden wieder das Knight-Anwesen erreichen, werden sie schon erwartet. Beeilen Sie sich. Wieder ein Anfall? Ich fürchte, Mr. Knight wird den Abend nicht überleben. Sie sind da, Mr. Knight. Gut. Was hat euch aufgehalten? War der Wagen nicht schnell genug? Hey, hören Sie, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sie müssen diese Maschine auf den Markt bringen. Sie könnten Tausende von Leben retten. Es hat noch nie etwas Ähnliches gegeben. Damit man sie mir wegnimmt und dem Markt vorenthält, weil es sonst keine Unfälle mehr gibt und die Automobilindustrie fürchterliche Umsatzeinbrüche erlebt. Mit meinem Flugzeug war es genauso. Nein, nein, für diesen Wagen habe ich andere Pläne. Nicht sprechen, Sir. Lassen Sie mich erklären. Mr. Knight ist der letzte Nachkomme seiner Familie. Er hat sich sein eigenes Reich aufgebaut, wie die Fords oder die Rockefellers. Devon, das hatten wir doch schon alles. Genug, Devon. Michael, kommen Sie bitte näher. Denken Sie an die Möglichkeiten, die sich Ihnen eröffnen. Was für Möglichkeiten? Offiziell existieren Sie gar nicht. Offiziell sind Sie tot. Niemand wird Ihre Identität nachweisen können.
Sogar Ihre Fingerabdrücke sind verändert worden. Sie haben die ganze Sache doch von langer Hand vorbereitet. Was wird hier eigentlich gespielt? Das ist kein Spiel, Michael. Sie wären nicht mal mehr am Leben, wenn er Sie nicht hierher gebracht hätte. Und es gibt Leute, die würden Sie noch immer sofort umbringen, wenn sie herausfinden, dass Sie gar nicht tot sind. Was wollen Sie von mir? Warum gerade ich? Weil Sie auch daran glauben, dass ein einzelner Mann etwas verändern kann. Hören Sie, ich würde Ihnen wirklich gern versprechen, dass ich es eines Tages mit der ganzen Welt aufnehmen werde, aber ich kann es nicht. Ich hatte mal ein richtiges Leben, mit richtigen Freunden. Aber jetzt wache ich immer noch mitten in der Nacht auf und erinnere mich nur noch an diese Waffe vor meinem Gesicht und daran, wie die ganze Welt explodiert ist, damals in der Wüste Nevada. Erinnern Sie sich ruhig an diesen Moment und betrachten Sie ihn als Ihre Feuertaufe. Sie sind verschont worden, um einen großen Kampf zu führen. Wenden Sie sich nicht ängstlich ab. Ein Mann kann etwas verändern. Sie werden dieser Mann sein. Mr. Knight, in einem solchen Moment kann ich hier nicht stehen und Sie belügen. Ich weiß einfach nicht, ob... Mein Abenteuer ist zu Ende, Michael. Ihres hat gerade erst begonnen. Mr. Knight? Kommen Sie, Michael. Hier können wir nichts mehr tun. Leise verlassen die beiden Männer das Sterbezimmer von Wilton Knight. Gehen Sie nicht so schnell, Michael. Ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Tut mir leid, aber ich habe noch viel zu tun. Ich muss jetzt Tanya und Wilson finden. Typisch. Sie können es kaum erwarten, loszuschlagen. Und Sie haben nicht mal einen Hinweis, wo Sie anfangen sollen. Aber Sie haben einen, schätze ich. Natürlich. Tanya arbeitet jetzt im Silicon Valley, in Millston, um genau zu sein. Sie ist die Assistentin von Will Benjamin, dem Präsidenten von Comtron, einer der größten Firmen dort. Vom Silicon Valley habe ich schon gehört, wo all die Mikrochips gebaut werden, nicht? Die beiden spielen also immer noch das gleiche Spiel. Genau meine Meinung. Wirtschaftsspionage. Nun, wenn Tanya im Silicon Valley ist, dann fahre ich dorthin. Jetzt sofort. Ich verbiete es. Sie können mir nichts verbieten. Ich gehöre Ihnen nicht. Aber den Wagen kann ich Ihnen wegnehmen. Dann nehme ich mir einen anderen. Außerdem ist er auf meinen Namen zugelassen. Da irren Sie sich. Hier ist die Zulassung. Sehen Sie selbst. Michael Knight? Wieso Knight? Michael Long ist tot. Erinnern Sie sich? Sie wollen doch nicht sterben, nur weil Sie seinen Namen noch einmal benutzen. Nein, einmal natürlich gereicht. Ich habe noch mehr für Sie, Mr. Knight. Führerschein, Kreditkarten? Alles gemäß Mr. Knights Anweisungen. Okay, ich bin schon unterwegs. Warten Sie. Es gibt noch unzählige Dinge, die ich Ihnen über den Wagen erklären muss. Ich lerne das schon beim Fahren. Das ist sehr leichtsinnig. Wiedersehen und danke, Darren. Ich muss sagen, irgendwie mag ich Sie. Wie bitte? Schon gut. Wenn es was Neues gibt im Silicon Valley, rufe ich Sie an. Meilen bis Millston. Ein bisschen Musik wäre jetzt eigentlich nicht schlecht. Neben all diesen blöden Spielereien hätten Sie da eigentlich auch ein Radio einbauen können. Was würden Sie denn gern hören? Mozart oder Beethoven? Was zum Teufel war das? Vielleicht sehen Sie auch schon Taubfrucht. Zum Teufel, nein! Ich möchte wissen, wer Sie sind und wie Sie mich abhören können. Es besteht keinerlei Grund, die Stimme zu erheben. Ich empfange Ihre Fragen in ganz zufriedenstellender Qualität. Ich bin die Stimme des Knight Industries 2000 Mikroprozessors, abgekürzt KITT, KIT, wenn Sie möchten. Ich möchte nicht. Und außerdem habe ich keine Lust, in einem Wagen rumzufahren, der mir widerspricht. Also entweder zieht Devin dir den Stecker raus, oder du besorgst den anderen Fahrer. Unglücklicherweise bin ich nicht darauf programmiert, Ihre Wünsche zu missachten. Oh, das freut mich aber. Denn ich möchte ab sofort keinen Pieps mehr von dir hören, bis ich mit Devin gesprochen habe. Also halt die Klappe, damit ich mir ein bisschen gute Musik anhören kann. Und mach mir keine Vorschläge. Ich suche mir selbst welche aus. Wie Sie wünschen, Mr. Knight, aber da ich spüre, dass wir, ausgelöst durch Müdigkeit, in etwas gereizter Stimmung sind, möchte ich vorschlagen, dass Sie den Wagen auf Automatik stellen, um der Sicherheit willen. Nein, kommt nicht in Frage. Und das ist endgültig. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich kann es nicht glauben. Das Auto quatscht mit mir.
Bald trifft Michael in Milston ein. In der Bar Rising Sun versucht er, etwas über die Leute zu erfahren, die in dieser Stadt im Silicon Valley leben. Guten Tag, Sir. Was darf ich Ihnen bringen? Ein Wasser, bitte. Ein Wasser, gern. Ach, Miss? Ja? Kennen Sie zufällig die Leute da drüben an dem Ecktisch? Lassen Sie mich Ihnen einen Rat geben, Mister. Wenn Sie nicht irgendwo in der Gosse aufwachen wollen, dann sollten Sie sich für niemanden an dem Tisch dort interessieren. Das tue ich ja gar nicht. Es geht um etwas anderes. Ich habe nur gesehen, dass alle, die dort sitzen, von Comtron rübergekommen sind. Ja, und? Also, ich suche eine alte Freundin von mir, die dort arbeitet. Ich habe auch mal dort gearbeitet. Wie heißt Ihre Freundin? Tanya Walker. Tanya Walker? Hey, was ist denn in Sie gefahren? Wieso kippen Sie mir das Bier über die Hose? Jetzt wissen Sie, wie ich über Freunde von Tanya Walker denke. Was ist hier passiert? Oh, Ihr Großer. Was für ein Missgeschick. Es war kein Missgeschick. Ich habe es mit Absicht getan. Maggie, das war das letzte Mal. Ich lasse Ihre Unhöflichkeit nicht mehr durchgehen. Sie können verschwinden. Sie sind gefeuert. Hey, das ist nicht nötig. Wirklich nicht. Halt bloß den Mund, du Idiot. Schmeiß dich nur an diese Comtron-Affen ran. Ich schlage meine Schlachten schon allein. Michael zahlt und verlässt das Lokal. Draußen auf dem Parkplatz wird er von einem Mädchen angesprochen. Ich habe gehört, dass Sie Tanya Walker erwähnten. Sind Sie ein Freund von ihr? Sie werden doch nicht auch noch was nach mir werfen, oder? Warum sollte ich? Tanya ist eine Freundin von mir. Haben Sie eine Ahnung, wie ich Verbindung zu ihr aufnehmen könnte? Ich fürchte, sie ist fest mit jemandem zusammen. Ich bin nicht an Ihrem Körper interessiert, nur an Ihrem Geld. Ich habe etwas zu verkaufen, etwas sehr Wertvolles. Und das wäre? Das geht nur Tanya und mich was an. Was soll ich ihr sagen, wer nach ihr gefragt hat? Sagen Sie ihr, ein alter Freund. Es dauert nur wenige Minuten und Tanya ist informiert. Sie ruft sofort Symes an, den Leiter des Werkschutzes bei Comtron. Werkschutz? Hier ist Tanya. Es ist gerade jemand in der Stadt aufgetaucht und hat nach mir gefragt. Ich sage dir den Wagen und die Autonummer. Ein neuer schwarzer Trans Am mit einem Kennzeichen aus Nevada und dem Buchstaben K-N-I-G-H-T. Hab ich. Wenn es wieder ein Polizist ist, verfahren wir mit ihm wie mit dem anderen in der Wüste. Genau das hatte ich mir gedacht. Danke, Symes. Wen hast du angerufen, Liebling? Nur unsere Leute von der Sicherheitsabteilung. Als Präsident dieser Firma bist du eine unersetzliche Person. Und ich möchte dafür sorgen, dass morgen nichts passiert. Du weißt, wie viel Sorgen ich mir mache, wenn du dich in der Öffentlichkeit zeigst. Bei diesem Wohltätigkeitsrennen wird mir schon nichts passieren. Liebling, heutzutage gibt es da draußen jede Menge Menschen, die einen reichen Mann wie dich liebend gern in die Finger bekommen möchten. Sei froh, dass du mich hast. Prost. Hinter der Bar wartet Michael darauf, dass Maggie aus dem Personaleingang kommt. Und schließlich erscheint sie auch in der Tür, blinzelt in die Sonne, geht zu ihrem Auto und steigt ein. Maggie! Hauen Sie ab! Ich warne Sie, ich habe eine Handvoll Pfeffer in der Tasche. Maggie, hören Sie, es tut mir leid, was da drin passiert ist. Aber Sie haben das missverstanden. Ich bin kein Freund von Tanya. Ganz im Gegenteil, ich muss sie noch finden. Und? Diese Frau und die anderen Parasiten haben mir alles genommen, was ich hatte. Mein Mann, mein Job, mein Zuhause. Ich will mit denen nichts mehr zu tun haben. Gehen Sie mir aus dem Weg, oder ich mache Ihnen eine Beule mitten in die Tür Ihres schönen Wagens. Ich meine es ernst. Wenn Sie sich dann besser fühlen. Sie haben gut reden, Michael. Sie haben es nicht anders gewollt. Ich bezahle die Reparatur an Ihrem Auto. Oh, wie kann man nur so viel Pech im Leben haben? Ich fahre Ihnen in die Tür und meine Stoßstange fällt ab. Ich könnte Ihnen vielleicht helfen, in Zukunft etwas weniger Pech zu haben. Lassen Sie mich einfach nur in Ruhe. Ich habe gerade den letzten Job verloren, den ich in dieser Stadt noch kriegen konnte. Was wäre, wenn man Tanya und ihre Leute aus Milston vertreiben könnte? Was wissen Sie eigentlich davon, was hier vorgeht? Nicht genug.
Ich hatte gehofft, Sie könnten meine Wissenslücken füllen. Und was würden Sie mit diesem Wissen unternehmen? Eins nach dem anderen, Maggie. Werden Sie mir helfen oder nicht? Okay. Steigen Sie ein. Wurde buchstäblich aus dem Erdboden gestampft. Durch dieses Tal fließt heute mehr Geld als während der ganzen Zeit des Goldfiebers. Und alles wegen dieser winzigen Mikrochips. Ja. Jeder Taschenrechner, den Sie kennen, jedes elektronische Spiel, alles wurde hier geboren. Und was hat Sie nach Silicon Valley geführt? Mein Mann kam hierher, um einen Job als Sicherheitschef bei Comtron zu übernehmen. Das hat nicht funktioniert? Es hat fabelhaft funktioniert. Bis der Präsident eine neue Assistentin bekam. Sie können sich das nicht vorstellen. Sie hat als Vertretung angefangen und sich innerhalb von 3 Monaten bis zur Konzernspitze hochgearbeitet. Tanya Walker? Genau. Bevor sie kam, war Comtron eine glückliche Familie. Sie hat alles verändert. Ihr Mann wurde gefeuert? Das war nicht das Schlimmste. Er hatte Tanya und Wilson in Verdacht. Er fing an, nachzubohren. Und eines Nachts kam er nicht mehr nach Hause. Er ist verschwunden. Sie haben ihn tot in einem Abflussrohr gefunden. Sie sagten, er hätte zu viel getrunken. Er hat nie getrunken. Nicht mal Bier. Wie sind Sie damit durchgekommen? Sie hatten Zeugen. Ein 50 Kraftfahrer, die in der Pinte rumhängen, wo ich arbeite. Alles gescheiterte Existenzen, die für Comtron arbeiten. Sie haben den Job in der Kneipe doch nicht etwa angenommen, um Antworten auf Ihre Fragen zu finden, Maggie? Ich habe den Job angenommen, um unseren kleinen Sohn zu ernähren. Hier wohne ich. Was wollen Sie noch wissen? Alles. In dem Fall würde ich sagen, kommen Sie besser mit rein. Einverstanden. Mami! Buddy! Wieso bist du noch auf? Das ist Buddy. Das dachte ich mir. Hi, Buddy. Hi, willst du meine Mutter heiraten? Ach, hören Sie einfach nicht hin. Und du gehst jetzt sofort wieder ins Bett. Kommen Sie doch rein. Danke. Ich habe auch nur noch eine Frage. Wenn ich mit Tanya sprechen wollte, allein, wo müsste ich dann hingehen? In die Fabrik? In ihre Wohnung? Wer ist Tanya, Mami? Psst. Konkurrenz? Verschwinde jetzt ins Bett. Och. Hören Sie, es ist vollkommen aussichtslos, Tanya außerhalb ihrer Dienstzeit zu erreichen. Ich glaube, sie lebt auf Benjamins Anwesen. William Benjamin? Ja, ihm gehört Comtron. Tanya weicht fast nie von seiner Seite. Warten Sie mal, morgen werden die ausgehen. Comtron sponsert ein Wohltätigkeitsrennen. Was für ein Rennen? Autocrash für wohltätige Zwecke. Buddy wollte gern hin. Wissen Sie, im Silicon Valley haben alle so viel Geld, dass sie keine alten Wagen benutzen. Jede Fabrik stellt einen brandneuen Wagen zur Verfügung. Kann da jeder mitfahren? Ja, aber wer kann es sich schon leisten, seinen brandneuen Wagen zu Schrott zu fahren? Ich hole euch beide morgen früh um 10 Uhr ab. Sie meinen, wir wollen es uns ansehen? Ihr zwei seht es euch an. Ich werde mitfahren. Super! Der kleine Buddy ist begeistert, dass Michael mit ihm und seiner Mutter zu dem Wohltätigkeitsrennen gegangen ist. Begrüßen Sie zu unserem heutigen Rennen. Hier zunächst die Startaufstellung. Es ist super hier, Michael. Sie haben doch nicht ernsthaft vor, mit Ihrem schönen neuen Wagen bei diesem Wahnsinn mitzufahren. Es ist doch für einen wohltätigen Zweck, oder nicht? Da muss man auch mal was riskieren. Seinen neuen Wagen. Ja, ich kann einfach nicht begreifen, warum Sie das tun. Ich schon. Ich würde auch mitfahren. Ich habe meine Gründe, Maggie. Sie sind ein seltsamer Mann. Sehr nett, aber seltsam. Danke. So, dann werde ich Ihnen mal ein paar Plätze in der Loge besorgen. Ich in der Loge? Das wird die aber erstarren lassen. Michael geht hinüber zur Rennleitung. Dort steht auch Tanya Walker. Sie kehrt ihm den Rücken zu. Ich habe gehört, dass ich mich hier eintragen muss, Tanya. Wie bitte? Ich bin Michael Knight. Ach, hatten Sie nicht angerufen? Genau, hatte ich.
Dann haben Sie es tatsächlich ernst gemeint, dass Sie mit Ihrem Wagen teilnehmen wollen. Verdammt ernst. Gut. Der Wert Ihres Wagens dient als Startgeld. Erwarten Sie lieber nicht allzu viel zurückzubekommen. Für den Gewinner gibt es eine hübsche Trophäe und $5,000. Fein. Ich stifte das Preisgeld für den wohltätigen Zweck. Sie sind ziemlich selbstsicher. Wissen Sie, ich sollte Sie warnen. Die meisten Fahrer von Comtron sind sehr professionell und sehr habgierig. Es könnte gefährlich für Sie werden. Was ist heutzutage nicht gefährlich? Übrigens, hat irgendjemand Ihnen gegenüber erwähnt, dass ich mich in der Stadt aufhalte? Das hat man tatsächlich. Aber Ihre Nachricht habe ich nicht verstanden. Und mit Vertretern verhandle ich nicht. Sie wissen eben noch nicht, was ich zu verkaufen habe. Das würde nichts ändern. Wollen wir wetten? Nach dem Rennen werden Sie mich suchen. Das garantiere ich Ihnen. Mr. Knight, ich bin nicht sicher, ob ich Ihre Teilnahme an diesem Rennen ohne Referenzen bewilligen kann. Wer sind Sie? Und wo kommen Sie überhaupt her? Komm schon, Tanja, gehen wir endlich. Die Leute warten. Sie müssen Mr. Benjamin sein. Ich bewundere Ihre Wohltätigkeitsarbeit hier sehr. Und ich bin sicher, dass ich meinen kleinen Teil dazu beitragen kann. Ihren? Ich schätze, ich bin der einzige unabhängige Fahrer im Rennen. Aber es ist trotzdem eine Ehre. In diesem Rennen gehen keine Gebrauchtwagen an den Start, Mr. Knight. Michael Knight. Und mein Wagen ist nicht gebraucht. Sehen Sie selbst. Er ist brandneu. Nun, Sie sind ein großzügiger Mann. Sorge dafür, dass die Zuschauer von seiner Geste erfahren können. Oh, ich brauche noch ein paar Sitze in der Loge. Hier haben Sie Ihre Karten für die Loge, Mr. Knight. Auf Wiedersehen. Mit den Karten geht Michael zu Maggie zurück. Bitte sehr. Jetzt könnt ihr euch mitten unter die High Society setzen. Sie sind ein Schatz, Michael. Buddy? Buddy! Wo ist der Junge denn jetzt wieder hingelaufen? Hier gibt es so viele interessante Wagen, die man sich unbedingt angucken muss. Er wird schon wieder auftauchen. Die Fahrer werden zu ihren Wagen gebeten. Alle Fahrer werden jetzt zu ihren Wagen gebeten. Also dann. Viel Glück, Michael. Wird schon schief gehen. Mehr als ein Haufen Schrott kann dabei ja nicht rauskommen. Dann ist es soweit. Das Rennen geht los. Gebannt verfolgen die Zuschauer die Jagd der funkelnden Wagen. Wen wird es als ersten treffen? Das Rennen ist gestartet. Erinnern Sie sich, meine Damen und Herren, dies ist eine achtförmige Bahn. Wenn sich das Rennen erst auseinandergezogen hat, wird es immer gefährlicher, über die Kreuzung zu kommen, ohne gerammt zu werden. Auch Michael bietet seine ganze Konzentration auf, als sie plötzlich eine junge Stimme von der Rückbank aus der Anspannung reißt. Mann, sowas habe ich noch nie gesehen. Buddy, was um Himmels Willen tust du hier drin? Du sollst doch bei deiner Mutter sein. Hier macht es aber mehr Spaß. Dann kletter nach vorn und schnall dich vernünftig an. Okay. Bist du angeschnallt? Alles okay. Gut, dann los. Kid, übernimm du. Lass dir was einfallen. Mann, der fährt ja auf zwei Rädern. Genau der richtige Einfall. Das war knapp. Danke, Kid. Ich übernehme wieder. Gibt's nicht. Das Auto redet ja sogar. Na, das war nur das Radio. Nein, war es nicht. Ich bin vielleicht noch ein Kind, aber ich bin nicht blöd. Der Wagen hat mit dir geredet. Buddy, es könnte besser sein, wenn wir das einigen Leuten gegenüber nicht erwähnen. Okay. Und mit einigen Leuten meine ich alle Leute. Du verstehst, was ich sagen will. Ich glaube, ich verstehe. Jetzt verleugnen sie mich schon. Das kann ja noch heiter werden. Thank you.
der Spitze der unabhängige Fahrer in seinem schwarzen Trans Am. Noch 6 Wagen im Rennen und meine Damen und Herren, da verlassen wir jetzt mal das Leben. Gleich an der Kreuzung wird es zu einem Zusammenstoß kommen. Der Trans Am kann nicht mehr ausweichen und... Auch dem Veranstalter fällt dieses ungewöhnliche Auto natürlich auf. Dieser Wagen ist unglaublich, Tanne. Ich will alles über ihn und diesen jungen Mann wissen. Da sind wir schon zu zweit. Michael verlässt als Sieger die Bahn und wird, wie er es vorausgesagt hat, schon von Tanja erwartet. Mr. Knight, hören Sie. Jetzt haben Sie gesehen, was ich verkaufen will, Tanja. Wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, treffen Sie mich im Rising Sun. Heute Abend, 8 Uhr. Ich muss meinen Siegerkranz in Empfang nehmen. Was hast du über ihn herausgefunden, Wilson? Nichts. Er existiert nämlich gar nicht. Wir haben seine Kreditkartennummer überprüft, seinen Führerschein, alles. Bis vor 3 Monaten gab es keinen Michael Knight. Falsche Referenzen überraschen mich nicht. Er sagte, er sei hier, um mir etwas zu verkaufen. Offenbar ist es der Wagen. Es ist eine Sache, sich aus einem Entwicklungslabor mit ein paar Geheimnissen rauszuschleichen, die man verkaufen will, aber es ist etwas völlig anderes, einen ganzen Prototyp zu klauen. Das riecht nach einer Falle. Hast du seine Fingerabdrücke überprüft? Nein, ich habe sie nämlich nicht. Und es bringt auch meistens nichts. Seine Fingerabdrücke sind nur gespeichert, wenn er eine kriminelle Vergangenheit hat. Oder wenn er für die Regierung in irgendeiner Truppe mit polizeilichen Rechten gearbeitet hat. Nun, mir fällt nur ein Weg ein, an seine Fingerabdrücke zu kommen, und das könnte schmutzig werden. Das überlasse ich völlig dir, Wilson. Am Abend findet sich Michael in der Bar Rising Sun ein, wo er auch Maggie kennengelernt hat. Dort trifft er auf die anderen Fahrer des Rennens. Hallo Leute, war ein nettes Rennen. Reden wir draußen darüber. Tut mir leid, kein Interesse. Ich will mich hier mit einer jungen Dame treffen. Miss Walker hat uns geschickt, um sie abzuholen. Ihr arbeitet auch für Tanja? Ja, sie hat vorgeschlagen, dass wir ihnen mal zeigen, was wir von Fremden halten, die in unsere kleine Stadt kommen und uns das Preisgeld wegnehmen. Oh, hat Tanja euch nicht gesagt, dass ich es für den wohltätigen Zweck spende? Das hat sie. Und wir haben auch jeder eine kleine Spende für dich. Freunde, ich erwähne es nicht gern, aber ich treibe viel Kampfsport. Ah ja? Ja. Dann zeig doch mal. Wenig später geht bei Devon auf dem Knight-Anwesen ein überraschender Anruf ein. Ich habe mich wohl verhört. Wo sind Sie, Michael? Ja, Devon, im Gefängnis. Ein böses Spiel, diese Sache. Das ist es. Hören Sie, ich meine es verdammt ernst. Die Leute, hinter denen wir her sind, regieren hier praktisch die ganze Stadt. Wo ist der Knight 2000? Ich bin nicht sicher. Wie meinen Sie das? Sie sind nicht sicher. Mr. Knight ist für diesen Wagen praktisch ins Grab gestiegen. Und Sie sagen jetzt einfach, Sie hätten ihn irgendwo verlegt. Quatsch, ich habe ihn nicht verlegt. Man hat ihn beschlagnahmt. Das eigentliche Problem ist, dass Comptron den Sheriff wohl dazu überredet hat, den Wagen untersuchen zu dürfen. Ich gratuliere. Es ist Ihnen gelungen, alle meine Erwartungen in Sie voll zu erfüllen. Jetzt ist wohl nicht der richtige Zeitpunkt, um sich Freundlichkeiten an den Kopf zu werfen, Devon. Was werden wir tun? Na wunderbar. Jetzt heißt es plötzlich wir. Vor ein paar Stunden noch sind Sie mir fast über den Fuß gefahren, um endlich allein zu sein. Ja, das war ein bisschen hastig, gebe ich zu. Schluss mit der Telefoniererei, deine Zeit ist abgelaufen, Junge. Gehen wir zurück in die Zelle.
Ich zähle auf Sie, Devon. Ich werde eine Weile brauchen, bis ich da bin. Wir müssen uns vielleicht auf andere Mittel verlassen, vorläufig. Wie meinen Sie das? Devon! Devon! Verdammt! Zur gleichen Zeit beißen sich die Fachleute von Comtron an Kit buchstäblich die Zähne aus. Oh, verflucht! Wir haben drei Diamantbohrer verschlissen. Das Auto kriegt keiner auf. Jeder Panzerschrank sieht daneben blass aus. Egal, macht weiter. Ich muss wissen, für wen Michael Knight arbeitet. Schlechte Nachrichten. Hast du jetzt endlich die Fingerabdrücke, Wilson? Hier sind die Ergebnisse. Lies selbst. Was bedeutet das? Keine Identifikation möglich. Na, lies weiter. Sie sind operativ verändert worden? Das heißt also, irgendjemand von ganz oben versucht, uns in die Karten zu schauen. Zeit, dass wir hier verschwinden. Jetzt? Kurz bevor wir alle Geheimnisse von Comtron in der Tasche haben? Ich habe den Zugriffscode für den Blasenspeicherchip von Benjamin. Er ist mehr wert als alle anderen Patente zusammen. Wir können ihn aus dem Computer holen und heute Nacht abfliegen. Tanja, du machst hier völlig grundlos in Panik. Wenn er wirklich von ganz oben käme, würde er seine Zeit nicht bei Autocrash-Rennen verschwenden oder sich einsperren lassen. Vertrau mir, Wilson. Ich habe es gespürt, als ich ihm in die Augen sah. Er ist kein gewöhnlicher Polizist. Er ist viel gefährlicher. Er muss unter allen Umständen ausgeschaltet werden. Du holst Michael Knight aus dem Gefängnis und ich säubere inzwischen die Akten. In den leeren Werkshallen von Comtron steht Kit, allein und verlassen. Und da man ihn hier anscheinend nicht mehr braucht, möchte er lieber mal nachsehen, ob mit Michael alles in Ordnung ist. Ich habe hier eine richterliche Anordnung, dass Mr. Knight freizulassen ist. Ja. Okay, ich schätze, er gehört Ihnen. Was zum Teufel war das? Es kam aus dem Gefängnistrakt. Ich fasse es nicht. Der schwarze Wagen hat die Mauer zu Knights Zelle durchbrochen. Halt, stehen bleiben! Knight, bleiben Sie hier! Keine Zeit. Er ist uns zuvor gekommen. Michael fährt zu Benjamins Anwesen, wo auch Tanja wohnt. Das Haus ist schwer bewacht und von hohen Zäunen gesichert. Michael erkennt sofort, dass der einzige Weg hinein über das Dach führt. Und wie soll ich darauf kommen? In solchen Augenblicken wünschte ich hätte Devon manchmal etwas genauer zugehört. Wenn ich vielleicht etwas vorschlagen dürfte. Ja, sicher. Ich muss auf ein Dach kommen, das ungefähr 30 Meter über mir liegt. Kein Problem. Wenn Sie den Druck am Schleudersitz auf exakt 600 Pfund einstellen, müssten Sie ganz sanft landen. Ich stelle nur den Druck ein und drücke auf den Knopf. Nun, es wäre hilfreich, wenn Sie vorher das Sonnendach öffnen würden. Altkluge, vorlaute Schrottlaube. Thank you.
Tanja bereitet fieberhaft ihre Flucht vor. Gerade hat sie die geheimen Pläne des Super-Mikrochips aus dem Safe geholt. Ja, Wilson? Ich habe die Unterlagen für den Chip. Ich fahre jetzt zum Flugplatz. Alarmier den Piloten. Ich fliege auf Benjamins Anweisung hin ab. Du schnappst dir Knight und wir treffen uns am Platz, ja? Hallo, Tanja! Was? Wie? Sehr freundlich von Ihnen, dass Sie mir den Beweis gleich frei Haus liefern wollen. Hören Sie, Michael, tun Sie das nicht. Für wen auch immer Sie arbeiten, es kann nicht so viel wert sein wie das, was ich für Sie tun kann. Tanja, die Unterlagen. Wäre es Ihnen lieber, wenn meine Kugel Ihr Gesicht treffen würde, Tanja? Es ist zwar keine sternklare Nacht in Nevada, aber es wird genauso wehtun. Michael Long? Ja! Das kannst du doch nicht tun, Michael. Sieh mal, ich kann Millionen mit dir teilen. Ich wollte dir nicht wehtun damals, aber ich hatte keine Wahl. Wenn ich es nicht getan hätte, dann Wilson. So waren die Befehle. Komm schon, Tanja. Wie können wir die Millionen teilen, wenn jemand anders die Befehle gibt? Du bist der Boss, Tanja. Niemand anders. Okay, ich bin der Boss. Aber wir könnten jemanden wie dich gebrauchen. Ich verspreche dir, zwischen uns wäre das eine sehr angenehme Partnerschaft. Diesmal nicht, Tanja. Ich arbeite nur noch allein. Lassen Sie die Waffe fallen! Schieß, Symes! Kurz darauf liegt ein Mann getroffen am Boden. Und Michael Knight rennt zum Ausgang. Doch auch er ist getroffen. Und er verliert Blut. So schnell es geht, läuft Michael zu Kit, lässt sich hineingleiten und fährt los. Kit, bist du da? Wo soll ich wohl sonst sein? Gibt es irgendeine Möglichkeit, Verbindung mit Devon aufzunehmen? Mr. Miles ist auf dem Weg nach Milston. Sie können ganz normal telefonisch mit ihm sprechen. Ja, dann verbinde uns, und zwar schnell! Was um Himmels Willen ist bei Ihnen los, Michael? Man hat versucht, mich umzubringen. Und wenn Kit nicht gewesen wäre, dann hätten Sie es auch geschafft. Michael! Michael! Kit, was ist los mit Michael? Ich fürchte, Mr. Knight ist verletzt. Seine Vitalfunktionen lassen schnell nach. Er verliert Blut. Ich glaube wirklich, ich sollte das Steuer übernehmen. Du übernimmst gar nichts, hörst du? Michael, fahren Sie ins nächste Krankenhaus. Wir kämpfen ein anderes Mal weiter. Denken Sie daran. Wilton Knight wollte mit Ihnen einen Traum verwirklichen. Und der geht weit über Tanja und ihr Pack hinaus. Er war ein großer Mann, Devon. Ich bin stolz, dass er mich ausgesucht hat, ihm zu helfen. Aber ich fürchte, ich werde nicht mehr in der Lage sein, seinen Traum zu erfüllen. Michael, reden Sie nicht so. Kit? Was soll ich tun? Er lässt mich nicht ans Steuer. Michael, was haben Sie herausbekommen? Tanja und ihre Kumpane wollen Comtron abziehen. Können Sie das beweisen? Im Moment versuchen sie gerade zu entkommen mit Comtron-Geheimnissen im Werte von Millionen von Dollar in der Tasche. Wir müssen sie auf frischer Tat ertappen. Ich werde mich sofort mit der örtlichen Polizei in Verbindung setzen. Ach, vergessen Sie es. Die ist komplett gekauft. Wenden Sie sich an die Staatspolizei oder das FBI. Die sollen sich bereithalten. Und wo bereithalten? Sie versuchen, über den Flughafen zu entkommen. Ich bin Ihnen auf den Fersen. Kit, kann er es schaffen? Er ist noch bei Bewusstsein, Sir. Und er besteht darauf, die Kontrolle über das Fahrzeug zu behalten. Genau. Und es gibt noch eine andere Sache, die mich stört. Und das wäre? Ich will nichts mit einem Wagen zu tun haben, der von alleine losfährt. Der meine Gedanken liest und seine eigenen Entscheidungen trifft. Sie trauen ihm viel zu viel zu. Ach, das glaube ich nicht. Ich sehe mich noch eines Tages irgendwo auf einer Tanzfläche und mein Auto kommt rein und klatscht mich ab. Das mag amüsant klingen, ist aber nicht sehr logisch. Ist schon gut, Kit. Lassen Sie ihn reden. Was meine Wut führt, hält mich wach, Kit. Und dann sieht Michael auf einer Parallelstraße einen Sattelzug von Comtron heranrasen. Vor ihnen muss es eine Kreuzung geben. Toll, ganz toll. Was ist los? Ich sehe gerade, wie Sie mich daran hindern wollen, zum Flugplatz zu kommen. Okay, Kit, los geht's! Mit allem gebührenden Respekt, Michael, Sie ziehen es davor nicht ernsthaft in Erwägung. Gütiger Himmel, er tut es. Klar zum Turbo-Boost! Nein! Doch! Landet
Getrieben vom Turbo-Boost durchschlägt Kid den Auflieger des Sattelzuges und setzt dann seinen Weg Richtung Flughafen fort. Ich muss zugeben, dieses Auto ist schon was Besonderes. Das war ja richtig mutig. Ärger mich nicht, Kid, ärger mich nicht! Aber das ist doch der Sinn der Sache. Ihr Zustand verbessert sich sofort drastisch, wenn Sie missgestimmt sind. Zur gleichen Zeit sitzt Wilson nervös im Comtron-Helikopter und versucht per Funk mit seinem Fahrer Kontakt aufzunehmen, der den Sattelzug gefahren ist. Dolan! Dolan! Dolan, hast du ihn erwischt? Ich habe die Straße gesperrt und ihm den Weg abgeschnitten. Ah, gute Arbeit. Aber er ist direkt durch meinen Laster gesprungen. Da bist du besoffen, Mann? Noch nicht, aber ich hab's dringend vor. Den Typ kann keiner aufhalten. Achtung an alle Fahrer! Jeder, der $15,000 verdienen möchte, muss nur den Trans Am da vorne zertrümmern. Hört ihr mich? Er fährt im Moment Richtung Norden, Highway 17. Ich fahre gerade den 17. um. Sind Sie verrückt? Was soll man mit $15,000, wenn man tot ist? Na, spring vorher raus, du Idiot! Sorge nur dafür, dass du den Trans Am platt machst. Ach, vergessen Sie es. 25.000 für den Mann, der den Trans Am zerlegt. Wo bist du genau, 41? Ich komme gerade vom Flughafen. Ah, du hast ihn gleich. Er ist direkt hinter dem nächsten Hügel. Niemand überlebt einen Frontalzusammenstoß mit einem Sattelschlepper. Ich habe ihn jetzt in Sicht. Er kommt über den Hügel. Denk dran, 25.000 Riesen, wenn du ihn verschrottest. Ja, betrachten Sie ihn schon als verschrottet. Michael, Devon und Kit haben natürlich alles mitgehört. Sie stehen immer noch in telefonischer Verbindung mit Devon. Michael, das ist purer Wahnsinn. Ich muss jetzt wirklich das Steuer übernehmen. Es ist kein Wahnsinn. Ich fahre diesen Wagen. Devon, Michael ist nicht in dem Zustand, um Entscheidungen zu treffen. Kit, ich fürchte, solange er am Steuer sitzt und bei Bewusstsein ist, haben wir keine andere Wahl. Zu dumm, Kit. Aber der Mann, der dich gebaut hat, glaubte an die Stärke des Einzelnen. Michael, sehen Sie mal, was davon kommt. Irgendwelche letzten Gedanken, Kit? Ich wünschte, Sie hätten es nicht so ausgedrückt. Jetzt sind wir so nah dran, wie es geht. Sagen. Los! In letzter Sekunde reißt Michael das Steuer herum und prescht an dem Ungetüm vorbei. Doch dann taucht der Hubschrauber von Comtron auf und aus dem Cockpit wird plötzlich geschossen. Voll drauf! Ah, wir haben ihn getroffen. Nein, Sie haben uns getroffen. Die Kugel ist einfach abgeprallt und zurückgekommen. Verdammt, die Turbine! Halten Sie den Mund und fliegen Sie nochmal drüber! Sie wollen nochmal drüber fliegen? Ja, springen Sie doch raus und machen Sie es allein! Wir können froh sein, wenn wir es bis zum Flughafen schaffen! Als der beschädigte Hubschrauber schwankend auf dem Flughafen landet, wartet Tanja schon ungeduldig. Habt ihr ihn? Sehen wir so aus? Nichts wie weg hier. Nicht bevor ich mit Michael Knight fertig bin. Da kommt er. Soll er kommen. Ich bin bereit. Dann nehmen wir uns dieses Wunderauto. Tanja, komm zurück. Du hast verloren, Michael. Ich werde dich jetzt erschießen. Nein, Tanja, tu's nicht. Die Fenster sind... Schusssicher. Der Querschläger hat sie ins Gesicht getroffen. Während die Polizei heranrast, sinkt Michael, vom Blutverlust geschwächt, ohnmächtig hinter dem Steuer zusammen. Es vergeht einige Zeit, bevor er wieder zu sich kommt. Wo hast du mich hingebracht, Kit? Krankenhausnotaufnahme. Hier wird man sich um Sie kümmern. Danke. Wenn Sie drin sind, dann erkundigen Sie sich doch mal, ob für mich nicht auch ein Plätzchen frei ist. Was hast du für ein Problem? Akute Erschöpfung. Einige Tage später wird Kit in den Sattelzug von Knight Industries verladen. Er ist nicht fähig, aus eigener Kraft zu fahren. Michael dagegen ist schon wieder ganz fit, trotz seines Verbandes um die rechte Schulter.
Mit Devon klettert er in den luxuriös ausgestatteten Aufenthaltsraum des Sattelzuges. Nur Sie sind in der Lage, dieser Maschine eine Beule zuzufügen. Hey, niemand ist perfekt, Devon. Wann bekomme ich ihn zurück? Wer hat gesagt, dass Sie ihn zurückbekommen? Devon, es ist mein Wagen. Ich habe die Papiere. Um es kurz zu machen. Wilton Knight war sowohl mein Freund als auch mein Arbeitgeber. Es ist meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass sein Traum verwirklicht wird, ob es Ihnen gefällt oder nicht. Sie dagegen haben keine derartigen Interessen. Devon, der alte Mann wollte mich haben. Es war sein letzter Wille, oder? Ja, natürlich. Um die Welt von Tanya und ihren Kumpanen zu befreien. Der Rest seines Traumes würde Sie allerdings zu Tode langweilen. Es ist nur eine unbedeutende Stiftung. Erzählen Sie mir davon, Devon. Erzählen Sie mir von der Stiftung. Was ist Ihr Zweck? Sich um Rechts- und Verfassungsfragen zu kümmern. Aber das ist hauptsächlich Papierkram. Die meiste Arbeit bei uns erschöpft sich in juristischen Fachfragen. Klagen im öffentlichen Interesse, alles ganz bürokratisch. Was noch, Devon? Was noch? Der Teil, für den er mich haben wollte. Die Wahrheit. Die Wahrheit. Nun, Mr. Knight glaubte auch, dass es gewisse Situationen gibt, in denen nur aktives Handeln die richtige Lösung ist. Für diese Fälle wurde der Knight 2000 gebaut. Es sollten ein Mann und ein Wagen sein. Völlig absurd natürlich. Wer würde das übernehmen wollen? Ich sollte dieser Mann sein, nicht wahr? Nun, ich... Na, die Wahrheit, Devon. Er schien tatsächlich der Meinung zu sein, dass Sie ganz gut dafür qualifiziert wären, diesen Job allein zu übernehmen. Aber... Aber was? Wer könnte das von Ihnen erwarten? Ich meine, Sie haben kaum dieses Abenteuer lebend überstanden. Ganz zu schweigen von dem Schaden am Knight 2000. Ich glaube nicht, dass wir uns jemals besonders gut verstehen werden, Devon. Aber Sie sind aufrichtig und ehrlich. Und Sie wissen, dass ich der bin, den Wilton Knight für diese Aufgabe wollte. Deswegen haben Sie keine Wahl. So lange nicht, bis ich mich anders entscheide. Aber das kann noch sehr lange dauern. Und schließlich habe ich Mr. Knight auf dem Sterbebett mein Wort gegeben. Ich hatte befürchtet, dass Sie es so sehen würden. Also, wollen wir darauf trinken, was der Beginn... Der Beginn? Der Beginn vom Traum eines Mannes sein könnte. Ein Mann und ein Auto im Dienst der Foundation für Rechts- und Verfassungsfragen. Ein Mann und sein Auto gegen das Unrecht.